So, liebe Leute, ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Heiligabend und damit herzlich willkommen zu Grid. Ich hoffe, ihr hattet schöne Geschenke und hattet dann trotz aller aktuellen Umstände noch ein bisschen Zeit mit euren Liebsten, soweit es irgendwie möglich war. Klar, es ist dieses Jahr nicht alles so, wie es eigentlich gewohnt ist. Auch bei mir nicht tatsächlich, weil eigentlich hatte ich auch so ein bisschen vor, zu meinen Eltern zu fahren und das hat leider nicht funktioniert. Ich bin ja auch vor einem Jahr von meinen Eltern weit weggezogen, also ca. 600 Kilometer. Ich hätte sie gerne dieses Jahr noch gesehen. Das ist einfach nicht möglich. Wie gesagt, aus aktuellen Anlässen. Und ja, gut. Okay, passiert einfach und müssen wir jetzt erstmal mitleben. Na gut, jedenfalls geht es heute weiter mit der Classic Series Classic GT. Das bleibt alles beim Alten. Vier Rennen stehen wir uns jetzt heute an. Oder warte mal, halt. Halt. Heute ist der 24. Nein, Moment, heute ist ja schon Montag. Erster Donnerstag. Ja, ich bekomme durcheinander. Ich war aber täglich. Nein, heute ist Montag, natürlich. Entschuldigung. Ja, es sind ja trotzdem nichts. Es geht in die letzte Woche, der letzte Montag des Jahres 2020. Aber wie gesagt, egal. Auf geht's mit der nächsten Serie. So, wir picken uns tatsächlich den Porsche und dann geht's los. Fangen wir an mit Sepang. Fünf Runden. Die uns heute anstellen. Wir stehen auf. Gott, wir Hier sind sind wir nun immer mit der wieder ersten am Ende Runde. wahrscheinlich eh Chris, wieder. was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Eröffnungsrennen zeigen, aus welchem Holz ein Fahrer geschnitzt ist. Manche zeigen Nerven und halten sich erstmal zurück. Andere geben von Anfang an alles. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben. Und ich okay, sorry, da war ich mir jetzt schon mit 13. Also der Kollege auf 3, das wäre ein guter Auftakt. Naja, schauen wir einfach mal. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen hier klar zu machen. Kurzstrecke, ein bisschen Malaysia. Okay, das war keine Absicht. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Viel ist natürlich jetzt bitter für den Kollegen, dass er da von zwei aus gleichzeitig rechts und links überholt wurde. Und zwar von einem von unserem Team. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. So, das war für die eine Aktion vorher. Und ich habe die tatsächlich so nur fürs Team. Schön außen an allen vorbei. So. Gute Arbeit in der ersten Runde. Du bist auf dem zweiten. Ja, zweiter Platz und wir sind Doppelführung. Das ist immer das Wichtigste. Das war auch, dass wir nur die Absicht in einem müssen wegzuräumen. Auf geht's. Jetzt können wir tatsächlich ein bisschen drum kümmern, vorne wegzufahren. Spitze Hammer, der Kollege fährt ein bisschen vorne weg. Also fährt ein bisschen weg und zur Drittplatzierten. Und da ist es auch erstmal das Wichtigste, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt. Und wir gehen noch drei als Runden. Führender in die dritte Runde.
So. Wir gehen in die vierte Runde, jetzt sind es noch zwei Runde ungefähr. Ja, Malaysia, die Strecke, die fehlt mir tatsächlich auch in der Formel 1 ein bisschen. Ah, das war gerade ein bisschen verwirrend. Da stand ein Pilot ein bisschen auf der Strecke und wir hätten es da fast weggedreht. Wir gehen natürlich jetzt mit der Runde in die letzte Runde. Da war einige Zeit verloren. Da wird jetzt auch kräftig nochmal Platz 2 und 3 gefightet, kann man das auch durchziehen kann. Come on, dich kriegst du. Die kriegst du noch. Komm, den krieg ich, das krieg ich. Das krieg ich noch. Hol dir den. Oder sie. Noch mal ein bisschen Luft nach hinten. Wir brauchen noch kaum noch wirklich nach hinten zu schauen, was das betrifft. Aber momentan sieht es so aus, als würde es nicht reichen. Ja, leider nur 1 und 3. Nicht der Doppelsieg hier auf dieser Strecke. Das sah mal ein bisschen anders aus zwischendurch. Aber wir haben die beste Zeit jedenfalls. Das ist das Wichtigste. 8 Sekunden waren es am Ende. So, und jetzt geht's weiter mit dem dritten Rennen. Hier in dieser Serie. Okay. So, weiter geht's mit Shanghai. 4 Runden stehen an, wir stehen auf 2. Okay. Ah, unser Teamkollege, weiß ich nicht, wo der jetzt momentan irgendwo klebt. Der steht wahrscheinlich ziemlich weit hinten irgendwo. Also dann, Kristen. Da muss er sich alleine durchbeißen. Dieser packenden Grid World Series und Expertin für alles, was Motorsport betrifft. Womit sollten wir hier rechnen? Vielen Dank, Alex, und alle, die es heute hierher geschafft haben. Bei der Grid World Series gibt es, wie du weißt, alle möglichen Rennen. Klassische Rennbahnen, ovale Streckenverläufe, aber das hier ist ein Straßenkurs. Hier kriegen Straßen, die für normalen Verkehr gedacht sind, eine ordentliche Portion Bremsspuren und qualmende Reifen ab. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Das haben wir jetzt zum Sinn. So, der Start ist ja fast erfolgt. Ich versuche natürlich schon vor der ersten Kurve, dass wir so mit Beginn der ersten Kurve reinzudrücken. Ach, das ist die Strecke, okay. Vor allem bei fast 6 Kilometer Länge mit 4 Runden. Naja, muss man mitleben. Jedenfalls können wir uns schon mal ein bisschen absetzen. Und zwar ordentlich absetzen da hinten. Na, der Kollege noch 15 steht. Uiuiui. Oh.
Ja, da muss man definitiv jetzt gucken, dass ich da selber den Ball. Da kann ich ihm nicht helfen, ich muss nämlich mein eigenes Rennen fahren. Wollte mich selber ein bisschen darauf konzentrieren. Ich will das Ding hier nämlich auch gewinnen. So, die erste Runde schon mal durch. Start. Bleib an der Spitze. Gut, so schwer vom Verlauf ist diese Strecke nicht. Ja, muss trotzdem nicht konzentrieren, dass sie hier nicht irgendwo an der nächsten Wand irgendwo sitzt. Das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte mir, oh, das könnte verdammt eng werden. Hier unten durch den Tunnel durch. Jetzt gleich hier die vorletzte Runde, nämlich jetzt in dem Moment. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Ja, Halbzeit. Dann haben wir noch ein Rennen. Schön die Tunnel runter. Da muss man aufpassen. Ich sag ja, das geht ganz, ganz schnell. Das hängt, geht's an der nächsten Wand. Ne. So, der Teamkollege stand jetzt momentan auf 14 Uhr. Also wirklich weg kommt er nicht gerade. Jagen hier unten durch den Tunnel durch. Mit über 260 Sachen. Ja, wir sind wie gesagt in der letzten Runde nochmal hier bei den Punkten. Der nächste kommt gleich hinterher. So, sauber.
ellenlang die Route. Jetzt geht's wieder runter. Hier ging's hoch, dann geht's nochmal durch den Tunnel. Und dann gibt's noch ein paar Kurven und dann sind wir durch. Schön aber durchgedriftet. Ich muss gerade einen Atem anhalten, nicht, dass das irgendwie auf meiner Wand hängt. Oder dass sie an der Wand hängt. So, hier geht's hier durch den Tunnel, andersrum ist das schlimmer. Weil diese Rechts-Links-Passagen, die sind nicht ganz ohne bei hohen Geschwindigkeiten. Wir haben es geschafft jedenfalls. Das Rennen ist durch, wir sind Erster. Und holen uns 270.000 Credits. Der Teamkollege wird wahrscheinlich irgendwo auf 12, 13 noch gebracht haben. Auf 9 sogar noch. Wo? Oh? Doch noch. Am Ende ist er Vierter, hat momentan 17 Punkte. Das heißt, er muss im letzten Rennen da ordentlich nochmal gut machen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ihn da vorbeizudrücken oder vorbeizulassen, dann versuche ich das. Es gibt natürlich wieder Formel 1 die gleiche Punktzahl. Also er soll so weit wie möglich vorne landen, damit er die Chance vielleicht sogar noch auf den zweiten hat. Aber Fakt ist, ich hätte ihn gerne mit auf dem Podium. Aber das entscheidet sich jetzt hoffentlich im letzten Rennen. So, letzte Rennen Paris, wenn ich das richtig sehe, ne? Ne, Okotama. Ach, das ist jetzt das dritte Rennen. Okay, Sprintrennen. Ach Gott. Ja gut, er ist auf 2. Ne, ja, auf 2. Gut, gut, gut. Das ist sehr gut, das Ergebnis. Eigentlich ist er da vorne mit dabei. Und wir stehen auf 6, also nicht allzu weit weg. Kristen, Okotama es ist Sprint. Immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Ich liebe ja diese Punkt-zu-Punkt-Rennen, Alex. Oft finden sie ja in der Stadt oder auf dem Land statt, wo man eine richtig schöne Straße hat. So etwas ist unvergleichlich. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Ja, dann gehen wir mal rein ins Auftaktrennen. Ja, jetzt der dritte Rennen, Entschuldigung. Taktik muss weiter vorne gehen, muss weiter nach vorne planen. Und im Idealfall liegt er auf A, fährt er das Ding auf 1 zu Hause, oder auf 2 nach Hause. So, und der Rivale, der da momentan noch vor ihm liegt, hängt nur auf 16. Das ist dieser Feng Changming, der momentan vor ihm auf der 3 liegt in der. Okay, das ist so eine Motorhaube. Ich dachte mir, was geht ab da gerade. Aber der hier will. Der will uns hier gerade nicht vorbeiwinken. Damit sich die Lage wieder beruhigt. Wir können momentan den 7. Platz nicht nach Hause fahren, weil er jedes Mal irgendwie den Lücken wieder so zuklebt. Klar, er möchte nicht, dass wir hier vorbeigehen. Kann ich definitiv auch nachvollziehen. Ist ein gutes Recht. Aber mein Ziel ist es, da vorbeizukommen noch irgendwann. Jetzt habe ich ihn. Ja, du musst halt die Lücke, die auf einmal da ist, musst du nutzen. Ah, hier vorne hat es da. Ah, von mir. Danke, du Typ, Alter. Weil damit hat sich das schon fast wieder erledigt. Das könnte richtige Probleme geben. Weil wir waren auf 2 und 3 oder 3 und 4, nee, 3 und 4 waren wir.
Bei der Schweizer Party, das können wir den Team aus dem Ring. Ah, ist das so bitter, Alter, dass er da gerade zugesagt hat, zugeschossen hat. Verschwinde doch jetzt einmal vor mir, bitte. Ach, geh mir nicht auf die Nüsse. Ja. Fakt ist, dass wir da jetzt ganz schön wieder Probleme haben, weil der auf so zugeworfen hat. Wir wissen, dass wir kaum eine Position haben. Jetzt wird wieder so ein Rennen werden. Und der eine mit seiner Aktion haben wir tatsächlich, oder unser komplette Rennen versammelt. De facto wird unsere Siegesserie heute reißen. Wir gehen vor auf die 5. Ja, und die Teams davor. Und wir landen nur am Ende auf Platz 5. Ja, das hat auch da unser Rennen als Team so derbe kaputt gemacht, indem er mich in die Wand gedrückt hat. Schade. Schade. Da wäre definitiv heute mehr drin gewesen. So, gucken wir mal, was das Event betrifft. Momentan hängt er auf 7, ja. Ich sag ja, der kommt nicht vorne ran. Es sind diese 6 Punkte, die ihm fehlen, der... Ach, das ist Kotzen gerade. Dankeschön, du Idiot. Das ist hier dieser Asher Rhodes, der Viertplatzierte. Der hat es mir tatsächlich komplett kaputt gefahren. Na gut, müssen wir es wieder zum letzten Rennen wuppen. Noch ist nicht alles verloren. Letzte Rennen ist Paris. Nacht, Regen, 4 Runden, Champs-Élysées. Also das müssen wir jetzt irgendwie richten. Es sah so gut aus. Aber der tut natürlich auch was für alles für seinen Teamkollegen. Ne? Der ist ja da auch mit drin irgendwo in der Verlosung da vorne. So, de facto, wenn ich jetzt die Chance habe, mich da ein bisschen reinzusetzen in die Lücke, oder beziehungsweise zu helfen, versuche ich das natürlich. Wenn ich 2-1 sind oder erster, zweiter sind, dann müssen wir. Dann versuche ich es natürlich nochmal. So, ja klar, wie gesagt, ja, ich. Ach, verschwinde doch von mir, du hast mir nicht mal das Rennen versaut. Na, der Typ in den Rasen. Ja, das ist doch schon das zweite Mal, dass mir Nokutama das Rennen so versaut wird. Ich habe bei kaum einem Rennen so große Probleme wie auf dieser Strecke. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen für mich mehr fürs Team arbeiten. Das ist jetzt mein Ziel. Deswegen versuche ich dem jetzt die Lücken frei zu fahren. Um ihn nach vorne zu bringen. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ja, doch ja, es ist jetzt gerade nicht so einfach. Ich bin froh, dass ich im letzten Runde Fünfter geworden bin. Schade eigentlich. Ich bin ein bisschen rausgekommen. Aber jetzt versucht er natürlich da den nächsten Runde. Deinen Teamkollegen rammen bringt uns nicht weiter. So, das war für das letzte Rennen, Idiot. Gutes
Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Klar, versucht natürlich jetzt ein bisschen uns wegzublocken. Er muss natürlich auch ein bisschen nach vorne gehen. Aber wenn du mich nicht vorbeilassen würdest, sag ich dir, jetzt habe ich den hier in den nächsten Fall dann alle vorbei. Der komische Porsche hier, der geht mir auch ein bisschen auf den Sack gerade. Solange, wenn du mich einfach vorbeilassen würdest, könnte ich dir nämlich helfen. Das war natürlich jetzt auch nicht ganz clever. Sache, ich helfe dir. Ich versuche dir zu helfen, Kollege. Dritter bist du momentan. Geh da lieber auf Abstand. Lass ist dich mir gerade egal. Ich fahre nur für ihn. Ich habe meine 2 Rennen vorne an meinem Band gewonnen. Das heißt, ich bin ein bisschen. Hab ein paar Punkte im Safe. Im letzten Rennen auch nur 5er geworden, das war auch schon mal okay. Das sind auch 10 Punkte. Fahr mal bitte weg da, dass ich mal vorbeikomme. Dankeschön. Ich helfe dir schon irgendwie. Ich versuche dich da gleich vorbeizudrücken. Das ist momentan der 2-Platzierte. Ja, es reicht, um mitzuziehen. Nee, reicht nicht. Gutes das war Tempo. Immer anders, ich da jetzt nicht gehalten. Bevor du Runde 3 abschließt. So, jetzt versuche ich natürlich mich abzusetzen. Zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Ja, dass die zwei sind, mich so ärgern wollen, dass sie mir jetzt. Ich habe jetzt keinen Absicht, jetzt mal vorbeizulassen. Was ein Kampf momentan um diesen Sieg. Der nächste, der abstaubt. Letzte Runde. 5. Platz momentan. So, jetzt versuche mich abzusetzen. Jetzt will ich ein bisschen weg vorne. Ich weiß nicht, wenn ich das nächste rein, aber ich versuche es zumindest effektiv zu bringen. So, ich hoffe, dass jetzt einer zumindest den Kollegen dann heute mir kassiert. Wir sind jetzt weg vorne. Ich hoffe, dass du zumindest den einen hinter mir mit dir kriegst. Das ist jeder letzte Rennen. Nach dem letzten Rennen, nach der Nullnummer. Der Vetter hat ja nur 12 Punkte. Wenn einer da nicht mit dabei ist, und keiner zumindest ein paar Plätze noch gut macht, vielleicht reicht es noch nicht.
dritten Platz nach Hause zu fahren. So, wir fahren jetzt unser Ding immer wieder nach Hause. So, reicht das, um uns noch nach vorne zu bringen. Vierter ist am Ende geworden, ja, schade. Aber gut. 42.000 Schaden. Ja, gut, wir haben auch viel uns da ein bisschen vorbeigehört. So, wie sieht's am Ende aus? Sechster ist er nur geworden. Ja, scheiße. Ja, ich sag ja, das ist das eine Rennen. Das sind zwei Punkte, naja, fünf Punkte am Ende. Wo der eine uns da im letzten Rennen nur Kotama aus dem Rennen genommen hat. Da waren wir nämlich voll auf Kurs. Das wären beides dicke Punkte geworden. Weil er mich da an die Wand gedrückt hat und mein Teamkollege direkt links neben mir war, und dann sind wir beide nämlich nur auf 35 ins Ziel gekommen. So, ja. So, ja, einfach zum haben wir es gereicht, auf jeden Fall nach vorne zu kommen. Und damit sind wir durch für heute. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Ja, morgen genau, morgen um 14 Uhr. Und dann passt das so. Bis dahin, tschüss.